So, herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Spyro The Renegade Trilogy. So, wir fangen natürlich mit dem ersten Teil an. Das Spiel ist endlich auf den Markt gekommen und da bin ich richtig stolz drauf, endlich dieses wunderschöne Trilogie zu haben. Hier sind sie. Das sind die Original PlayStation 1 Klassiker, komplett überarbeitet. Und natürlich fangen wir mit dem ersten Teil an. Mal sehen, wie die sind. So, da kommt Spyro schon mal angeflogen. In der Welt der Drachen. Schon mal auf Deutsch, das ist schon mal sehr gut. Natürlich heute als Gast Corsa Turbo. Jo, hallo, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Und gerade bei diesem Spiel, da wir das direkt Let's Playen, so wie es auf den Markt gekommen ist, ich freue mich auch schon sehr drauf. Ja, ich bin das mit zum ersten Mal. Cool. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind klar, es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Also ein 8K-Kino. Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Ha? Da habe ich wohl einiges zu tun. Ja, beim Original sagt er, jetzt gibt's Arbeit für mich. Und beim Original war auch kein Fernseher zu sehen und so, da ist der Typ direkt hin gemacht. Aber wenigstens das mit dem Mikrofon, das haben sie übernommen. Auch wenn nur ein Teil des Mikrofons zu sehen war, beim Original, da haben sie alles gezeigt. Oh! So, und dann sind wir jetzt hier auch beim ersten Video und das sieht einfach nur geil aus, ey. Also sieht sogar noch besser aus als im Trailer. Und da ist der erste Drache, den wir befreien müssen. Nestor gerettet. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay, dann los. Da wurde auch gesagt, den grill ich. Wurde eigentlich beim Original gesagt. Ja, das ist richtig, aber guck mal die Grafik an. Also das ist schon der Hammer. Es ist genauso vom ersten Teil übernommen, nur halt, klar, PlayStation 4 Grafik muss schon sein. Ja. Ja, und hier ist der zweite Drache. Delvin. Wo ist Nasty Nork? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Ja, geil. Oh, das war der zweite schon mal. Und hier, manche wissen noch nicht, wie man hier rankommt. Einfach alle Felder berühren. Und der letzte. Ja, cool. Und da ist das Tor. Aber die Welten kling, hopsen, hüpfen, springen erhalten. Die erste Trophäe. Und natürlich wird die Welt erstmal komplett gemacht, bevor man in den Welten reingeht. Richtig, genau. Das haben wir uns vorgenommen. Ja, das Spiel soll nämlich auf 100%. Ja. Haben wir uns vorgenommen. Also, das krieg ich auf jeden Fall Platin. War auf der PlayStation 1 halt das Spiel komplett durchbekommen. Alle Eier, alle Juwelen, alle goldenen Truhen, alles gefunden. Also wenn ich nichts sage, Leute, ich komme aus dem Staunen gerade nicht mehr raus. Ja. Also sorry dafür, wenn es passiert. Ja. Ja, was ist denn das für ein Klaps, Alter? Ich kann mal da auch noch. Ja, der klaut immer Juwelen. Ja, das ist der Juwelenklaue, deswegen hat er auch einen Sack. Hey, willst du Weihnachtsmann spielen oder was ist los mit dir? Ja, lass dir noch einen weißen Bart waschen. Echt mal. Schlag, jetzt hat er alle fallen lassen. Dankeschön. Da
hatten wir noch nicht. Ich glaube, da war auch kein Weg. Und das Geile ist, das Spiel läuft einfach geil, butterweich. Da ist ein Weg schon mal. Die kann man gut grillen, wenn Sparks Energie fast runter ist. Um da hinten zu kommen, einfach nur so und dann rein. Und dann rüber gleiten. Fast. Bei die Stelle kenne ich mich auch noch. Ey, so lange nicht mal gespielt, seit der PlayStation 1. Halt das Spiel nicht mal gespielt, aber ich weiß trotzdem, ob es funktioniert. Ja, war echt cool, dass wir das Spiel hier für die vier gemacht haben. Also, erste Sahne. Ich habe auch die Bandicoot-Trilogie, habe ich ja auch. Also, ich bin richtiger Fan von Remakes und so. Also, was sie hier rausgehauen haben, einfach nur Hammer, was Activision hier geschafft hat. Genau so macht man das auch. Argos? Coole Sache! Mach das nochmal! Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Ja, später kommt man hier erst rein. Hier, da ist mir auch eine Welt hinter. Und was auch neu ist, links unten ist eine Karte. Die gab es in der PlayStation 1 Version nicht. Ja. Sieht auch cool aus. Ach, alles klar, dieses Schloss hier. Und hier kommt ist der Heißluftballon auch. Ja, da kommt später alles noch, genau. Oder so. Ja, die werden nicht bezahlt werden. Ja, der kostet ein bisschen und dann geht's in die nächste Welt. Ja, aber erstmal wird die Welt hier komplett beendet. Richtig, wir wollen alles komplett haben und dann geht's rüber. Ja, das erste Video wird etwas länger, aber die anderen werden dann wieder etwas kürzer, weil dann werden die einzelnen Welten. Machen wir denn? Sah auf der einen schon damals richtig geil aus und jetzt kommen sie mit dem Ding hier, also. Der nächste. Ja. Thomas. Hey, Spyro! Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst! Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. So, den nächsten gerettet. Und hier kommt auch gleich der Eierdieb noch. Ja, da unten rennt schon mal einer. Das war ein Juwelendieb, aber ist auch einer. Der kommt doch nicht weit, weil guck mal, wie eng das hier ist. Ja. Klar, war nichts mit wegrennen, wa? Ja. Das wird's wirklich, also. Ah ja, okay. Okay, das funktioniert wie bei der PlayStation 1, ne? Einwandfrei. Direkt übernommen. Da muss man nicht hier runter, den Weg kenne ich mich auch noch. Und oben war nämlich der Eierdieb noch, den müsste ich nämlich auch noch holen. Tja. Da ist eine Welt, aber die wird natürlich nicht gemacht. Noch nicht, die machen wir noch, aber nicht jetzt. So, den Sektor haben wir jetzt komplett. Dann noch mal rein hier. Ich will mal gucken, wie man da nochmal hochkommt zur Karte. Ah, da war noch was. Ich glaube, das war auf dem anderen Turm gewesen. Speichert immer die Fee. Genau. Und auf der Seite war schon alles. Jetzt stimmt, die ist im Speichern. Irgendwas war das eben. Muss ich nur überlegen, wie das nochmal war, um oben auf dem Rand der Karte zu kommen. Hier drin war auch noch eine Welt. In dem Irrgarten hier. Ja, ich glaube, den müsste man auch. Da müssen auch noch Juwelen und sowas rumliegen. Ja, genau, sag ich doch. Oh, das ist die Welt, die kommt später. Da ist ein Leben drin. Nein. So, alle Klunker haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns nur noch der Eierdieb. Jo.
Oder war der noch nicht in der Welt? Kann doch sein, dass er hier noch nicht war. Weil alle Juwelen haben, wa? Vielleicht alles durchsuchen? Von der Welt, aber wir haben alles, ja. So. Dann würde ich erstmal sagen, wir haben erstmal alles gefunden, was wir hier finden konnten. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, denn bei Steinhügel. So, und tschüss. Bis dann.